Am Gabi-Hübel bei Bötzberg im Kanton Aargau verlegt Swissgrid zum ersten Mal einen kurzen Abschnitt einer Höchstspannungsleitung in den Boden. Die technischen Bauverfahren für eine solche Erdverkabelung sind bekannt und erprobt. Und trotzdem, wie jede Premiere, steht auch dieses Projekt unter Spannung. Grundsätzlich handelt es sich hier um einen konventionellen Leitungsgrabenbau. Wir machen die Gräben auf, legen Kabelschutzrohr ein, betonieren sie ein auf Sollhöhe, füllen die Gräben wieder zu und machen das Terrain wieder grün, also humusieren sie. Die Challenges dabei sind Steilhänge, die Querungen von Strassen und das Unterqueren vom SBB-Trassee. Ein weiterer Challenge sind die beiden Übergangsbauwerke, die topografisch gelegen sehr anspruchsvoll sind. Die beiden Übergangsbauwerke verbinden das 1,3 Kilometer lange Erdkabel an dessen Nord- und Südende mit den Freileitungsabschnitten. Sie beanspruchen je ungefähr die Fläche eines Eishockeyfeldes. Ihr markantes Kennzeichen sind die Abspanngerüste, die rund 25 Meter in den Himmel ragen. Die Verlegung des Erdkabels beginnt mit dem Bau eines 25 Meter breiten Trassees. Zuerst werden die Humusschicht und weitere Erdschichten entfernt und getrennt deponiert. So kann am Schluss der Arbeiten die natürliche Schichtung des Bodens wiederhergestellt werden. Danach wird in der Mitte des Trassees in offener Bauweise ein rund 5 Meter breiter und rund 2 Meter tiefer Graben ausgehoben. Nach Freigabe vom Ingenieurbüro, wo uns ständig Bodenfeuchtigkeit gemessen haben, haben wir Bauarbeiten anfangen. Im ganzen Bauprojekt sind 55'000 Kubik Material umtransportiert worden. Das heisst, es hat zu Beginn der Baustelle ein Verkehrskonzept gebraucht, das wir von der Gemeinde haben absegnen lassen. Nach Bewilligung des Bodenkonzept und Verkehrskonzept haben wir das Material über Gemeindestrassen abführen und das auf festgelegten Routen. In einer nächsten Etappe werden die Kabelschutzrohre vor Ort zusammengeschweißt. In ihrem Innern werden später die stromführenden 380 Kilovolt Kabel verlaufen. Die Kabelschutzrohre werden in zwei Strängen zu je 8 Stück in den Graben gelegt. Schablonen stellen sicher, dass sie nicht verrutschen und sich nicht berühren. Die Kabelschutzrohre werden anschließend mit Beton überdeckt. So entstehen in einem Abstand von ungefähr 1,5 Meter zwei parallel verlaufende Kabelrohrblöcke. Bei der Trassewahl schauen wir zuerst die grossen Räume an, wo sind die Wiesen, Landwirtschaftsfläche, Wald und Siedlungsgebiet. Nachher kleinräumig müssen wir schauen, wo sind die Schutzgebiete, weil dort können wir nicht oder nur schwer durchgehen mit unserem Trassee. Wenn wir danach die Leitung bauen, müssen wir gut aufschauen auf die Überdeckung des Kabels. Die muss einerseits genug gross sein, damit es genug geschützt ist von Bauarbeiten und das Magnetfeld genügend klein ist an der Oberfläche. Andererseits darf es nicht zu tief sein, weil sonst fließt die Wärme nicht gut ab und wir können weniger Strom transportieren. Zum Schluss werden die betonierten Blöcke mit den auf beiden Seiten des Kabelgrabens deponierten Bodenschichten zugedeckt. Der zwischengelagerte Humus wird wieder an Ort und Stelle gebracht. So kann das Gelände den Eigentümern in seinem ursprünglichen Zustand zurückgegeben werden. Wo der Kabelgraben wichtige Infrastrukturanlagen kreuzt, sind besondere Baumaßnahmen notwendig. Am Gabi-Hübel mussten die Hauptstraße und die SBB-Bötzberg-Strecke unterquert werden. Dazu wurde ein kleiner Tunnel erstellt und die Kabelschutzrohre an speziellen Haltevorrichtungen befestigt. Sind alle Abschnitte des Kabelgrabens fertiggestellt, können die Kabel in die einbetonierten Kabelschutzrohre eingezogen werden. Am Gabi-Hübel werden insgesamt 12 Kabel eingezogen. Jedes Kabel wiegt 21 Kilogramm pro Meter. Der komplexe Aufbau der Kabel ist durch die zahlreichen Schichten bedingt, die es braucht, um das Erdkabel zu isolieren und vor Beschädigung zu schützen. Die 12 Kabel werden durch die Firma Bruck Cables extra für den Gabi-Hübel-Abschnitt auf Maß dimensioniert und hergestellt. Alle Kabel zusammen wiegen rund 380 Tonnen. Die 12 Kabel werden mit 12 Schwertransportern zum Gabi-Hübel transportiert, jedes Kabel auf einer speziellen Kabelrolle. Anschließend werden die Kabel per Seilzug in die Kabelschutzrohre eingezogen. Mit dem Einzug der Kabel sind die Bauarbeiten am Erdkabelabschnitt Gabi-Hübel nach rund einjähriger Bauzeit abgeschlossen.
Sobald die neuen Freileitungsabschnitte fertig sind, die zu den Übergangsbauwerken führen, kann die neue Leitung in Betrieb genommen werden. Danach kann die heutige Leitung abgebrochen werden, was die betroffenen Siedlungsgebiete spürbar entlastet. Das ist das erste Mal, wo wir einen Teil von einer 380 kV-Leitung in den Boden hinein verlegen. Uns zeigt das jetzt sehr anschaulich, was die Einflüsse sind auf das Landschaftsbild und auf die Umwelt. Bei der Umwelt besonders relevant ist der Einfluss auf den Boden. Den tun wir über mehrere Jahre zusammen mit Wissenschaftlern verfolgen. Damit die Öffentlichkeit besser versteht, was die Chancen und Risiken sind von so einem Projekt, haben wir ein Besucherzentrum eingerichtet.